Hallo und herzlich willkommen hier im Ratgeberstudio. Heute zum Thema professionelle Bewerbungs- und Businessfotos. Dafür habe ich mir einen besonderen Gast eingeladen, Reinhard Simon, den führenden Experten für unser heutiges Thema. Hallo Herr Simon, schön, dass Sie mein Gast sind. Hallo Frau Schneider, besten Dank für die Einladung. Sie sind bekannt als der Experte für professionelle Bewerbungs- und Businessfotos. Aber als erstes meine Frage an den Profi. Wo liegt denn überhaupt der Unterschied zwischen einem Bewerbungsfoto und einem Businessfoto? Nun, ein Bewerbungsfoto braucht man zur Bewerbung. Egal, auf welchem beruflichen Level man sich gerade befindet, jeder, vom Arbeiter bis zum Angestellten, braucht ein gutes und aussagekräftiges Bewerbungsfoto. Der Begriff Businessfoto ist etwas größer und weitreichender. Da gibt es zunächst die beruflichen Netzwerke wie Xing und LinkedIn, wo man sich aktuell präsentieren möchte. Welche typischen Fehler kann man denn als Kunde machen bei der Auswahl und bei der Beauftragung eines Fotografen? Wichtig ist zunächst, dass man einen Fotografen wählt, der spezialisiert ist auf Businessfotos und nicht auf alle möglichen anderen fotografischen Themen. Ein Fotograf, der zum Beispiel Schulfotografie oder Hochzeitsreportagen macht, ist kein Experte für Businessfotos. Das leuchtet ein. Aber wie sieht es denn aus? Gibt es denn Unterscheidungsmerkmale auch preislicher Hinsicht? Ja, der Preis ist oft ein Thema. Ja. Gerade deshalb haben wir eine Methode entwickelt, die garantiert, dass die Kunden immer sympathisch und fotogen rüberkommen. Aber die Frage nach dem Preis ist doch von den Kunden oft sehr gut nachvollziehbar. Denn schließlich versprechen ja alle Fotografen irgendwie dasselbe, nämlich gute Bilder. Und oft ist ja auch der Preis noch, zumindest für den Laien, das einzige Unterscheidungsmerkmal. Wie sehen Sie das? Gerade deshalb haben wir unsere Methode entwickelt, wo wir auch gerade die kamerascheuen Personen garantiert, dass die ein ordnungsgemäßes und professionelles Bewerbungsfoto kriegen. Im Vorgespräch haben Sie mir erzählt, dass man bei Ihnen sie praktisch gleich dreimal bekommt. Genau. Erklären Sie uns das bitte genauer. Man bekommt bei uns für einen Experten drei. Sie bekommen einen Fotografen, Sie bekommen einen Visagisten und Sie bekommen einen Experten für Körpersprache. Weiterhin unterscheiden wir uns, dass wir ausschließlich intim fotografieren, sodass neben der männlichen Intuition auch immer die weibliche Intuition mit in die Aufnahmen einfließen. Auf was sollte man denn als Kunde achten, um wirklich die richtige Entscheidung für das Optimale an Bild und eben auch den optimalen Fotografen zu treffen? Nun, erstens, man sollte sich die Webseite des Fotografen anschauen. Zweitens, gefällt einem der Stil des Fotografen? Und drittens, für welche namhafte Unternehmen hat dieser Fotograf schon gearbeitet? Herr Simon, Sie sind als Experte auf Ihrem Gebiet bekannt. Hand aufs Herz, was wird in Ihrer Branche gerne verschwiegen? Und plaudern Sie doch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen, was Ihre Wettbewerber so alles verschweigen. Ja, da wird sehr oft verschwiegen, wer der eigentliche Fotograf ist. Das kann dann nämlich auch der Mitarbeiter auf Probe sein oder der Lehrling. Bei uns hingegen haben Sie immer die hundertprozentige Gewissheit, von einem eingespielten, professionellen Team fotografiert zu werden. Wie ist es? Ich habe das selbst schon mal erlebt. Ich hatte einen Preis aufgerufen für ein Foto. Bloß im Nachhinein kam dann alles Mögliche dazu, was mir der Fotograf extra berechnet hat. Wie ist es bei Ihnen? Und vor allen Dingen, was berechnen die doch alles extra? Ja, das ist ein weiterer Grund, der oft verschwiegen wird. Viele Fotografen berechnen dann Zusatzleistungen wie Nutzungsrechte zur Veröffentlichung, Retuschekosten, Beleuchtungsequipment. Da fallen mir so viele Sachen noch ein, ich weiß gar nicht, wo ich aufhören soll. Und bei uns erhalten Sie ein Angebot, wo alles klar strukturiert ist. Sie erhalten Ihr Angebot immer klar, fair und kalkulierbar. Herr Simon, es gibt, wenn ich ins Netz schaue, eine
unüberschaubare Zahl an Fotografen, die es mir natürlich als Laien oft schwierig macht, das richtige Angebot herauszufinden. Worin unterscheiden Sie sich denn von anderen Anbietern? Ja, dieses Argument oder diese Befürchtung hören wir natürlich sehr oft. Aber gerade deshalb haben wir unsere eigene Methode entwickelt, die uns immer garantiert, dass ein optimales Ergebnis dabei herauskommt und sich der Kunde garantiert gefällt. Sie haben ja vorher erwähnt, Sie fotografieren im Team. Warum machen Sie das? Nun, wir arbeiten ausschließlich im Team. Wir haben noch nie anders gearbeitet, nach dem Motto, vier Augen sehen mehr als zwei. Und Ihre Partnerin, glaube ich, ist es. Auf was achtet die und was machen Sie? Ja, Frau Waltraud-Pioch ist für die kosmetische Vorbereitung zuständig. Sie guckt, ob die Manschetten richtig sitzen, ob die Krawatte lang genug gebunden ist, ob die Frisur sitzt oder die Kleidung. Mein Part ist der technische. Ich kümmere mich um die Kamera und um die Beleuchtung. Herr Simon, Sie hören doch von Kunden bestimmt auch immer wieder Argumente, die gegen Sie sprechen. Was sind das für welche und vor allen Dingen, wie gehen Sie damit um? Ja, da ist zunächst der Klassiker, Sie sind zu teuer. So kann man natürlich argumentieren, aber ich versuche meinen Kunden immer klarzumachen, dass wir nicht zu teuer sind, sondern preiswert, nämlich unseren Preis wert. Natürlich kann man dann den Preishammer und den Preisargumentationshammer rausholen und sagen, liebe Kunde, wir können über alles reden, nur nicht über den Preis. Das finde ich aber nicht besonders elegant. Besser gefällt mir schon, liebe Kunde, wir sind nicht teuer, wir sind preiswert. Wir sind nämlich unseren Preis wert. Und wenn man alle Leistungen zusammen sieht oder zusammenfügt und gegenseitig aufrechnet, wird man sehr schnell feststellen, dass wir unseren Preis wirklich wert sind. Oft hört man auch beim Angebot, wenn man nachfasst, Herr Simon, wir haben uns dazu entschlossen, die Aufnahmen selbst zu machen. Einer unserer Mitarbeiter hat auch eine gute Kamera. Gegenfrage. Würden Sie sich von einem Metzger operieren lassen, nur weil er auch ein gutes Messer hat? Jahrelange menschliche Kompetenz kann man nicht in 5 Minuten einem Mitarbeiter übertragen. Das funktioniert so nicht. Herr Simon, können Sie für unsere Zuschauer die 3 wichtigsten Aspekte, wenn es um die Beauftragung eines Fotografen für professionelle Business- und Bewerbungsfotos geht, nochmal zusammenfassen, bitte? Aber gern. Erstens, nur Fotografen wählen, die ausschließlich auf Businessfotografie spezialisiert sind und eine Methode anbieten, die garantiert, dass jeder Mitarbeiter sympathisch und kompetent rüberkommt. Zweitens, das Angebot muss klar sein. Jede Leistung muss klar definiert werden, um spätere Nachforderungen zu unterbinden. Und drittens, man sollte darauf achten, Fotografen zu nehmen, die eine gute Webseite haben, eine aussagefähige Referenzliste und exzellente Kundenbewertungen. Vielen Dank. Wenn sich unsere Zuschauer jetzt noch mal näher informieren wollen, wohin können Sie sich wenden, Herr Simon? Sie können auf unsere Webseite gehen, Sie können uns anrufen oder Sie können uns eine E-Mail schreiben. Eine Frage brennt mir noch unter den Nägeln. Wie weit reicht denn eigentlich Ihr Einzugsgebiet? Wir sind, wie Sie wissen, ja in Frankfurt. Und wenn man jetzt vom Rhein-Main-Gebiet spricht, dann reden wir über Radius von ca. 100 Kilometer um Frankfurt herum. Natürlich arbeiten wir auch für Unternehmen in ganz Deutschland. Aber es gibt auch Kunden, die kommen aus Brüssel, aus Straßburg, aus Zürich, nur zu uns wegen exzellente Businessfotos. Und das finden wir toll. Das finde ich auch toll. Ich bedanke mich vielmals, dass Sie heute mein Gast waren und uns informiert haben über sehr viele Besonderheiten, wenn es um die Fotografie geht. Und bei Ihnen, liebe Zuschauer, bedanke ich mich fürs Einschalten und verabschiede mich bis zum nächsten Mal hier im Ratgeberstudio.